Liebe Leute, jetzt kommt noch ein Schmankerl. Wenn einem Menschen zu nahe kommen, was man ja wirklich nicht möchte, dann nutzt man die vorhin von mir falsch gezeigte Beinhaltung auch noch aus. Aber jetzt geht es erstmal um was anderes. Jens wird uns zeigen, wir zeigen es erstmal langsam, dann zeigen wir es von der anderen Seite und dann zeigen wir mal die Luxusvariante. Also, ich komme auf dich zu und bin dich grapschen. Nochmal, jetzt machen wir es langsam. Ich komme auf Jens zu und will ihn grapschen. Und jetzt so, also das ist eigentlich so eine Technik, auch wieder Wing Chun Techniken. Also, ich tanze wieder, weil ich möchte ja nicht in meinem Wölfenbereich haben und dieses Gegrapschen kann ich sowieso nicht leiden. Das heißt, der kommt ja mit Energie auf mich zu. Hier muss man exkludieren. Das heißt, ich gebe hier einen Impuls am Arm. Nein. Ich trete zur Seite. Du drehst dich bitte nicht, das mache ich alleine, weil das wird automatisch passieren. Ich komme und gehe aus der Schusslinie. Eigentlich ist das gedacht für den Schlag. Das heißt aber, das kann man auch abwandeln, wenn der Kerl jetzt greift. Hier am Ellbogen. Und jetzt kommt wichtig: normal könnte ich schlagen. Das wäre jetzt die Variante für die Selbstverteidigung. Mhm. Aber hier möchte ich ja nur entfliehen der Gefahr. Er steht in einer Position, wo er ganz unmöglich steht. Das heißt, er hat keinen festen Stand gerade. Ja, hier, also, fast frei. Da habe ich ja schon den Impuls gegeben. Von der Seite kann nichts mehr kommen, weil er ist, ich drehe den Rumkreisel. Also kriegt er den hier noch mit. Ja. Und ich bin weg. Wunderschön. Wunderschön. So, das Ganze ein bisschen dynamischer, aber nicht so doll. Ja, bitte. Ich auch ein bisschen weh. Pardon, ich hätte mich beinahe versprochen. Das, ja, einfach vergessen. Andere Seite bitte, damit die Leute, wir machen es nochmal langsam. Ja. So, da bin ich ja unten. Was auf der Tür ist. Ja, das kann passieren. Aber das ist Sag mal, nehmt ihr beim Sport eigentlich auch so einen Mundschutz? Ja, natürlich. Von den Hauptsachen? Ja, ja, das ist ja gewollt, damit A, die Zähne gerade bleiben und die Zunge auch nicht beschädigt wird. Also so ein Mundschutz ist ideal. Aha. Also ein Mundschutz? Praktisch, weil ich habe nämlich eben von dem Schreck von, diesen, von dieser Erschütterung, habe ich mir nämlich fast auf die Zähne gewöhnt. Ich glaube, Mundschutz ist gut, ne? Ja. Gut, also nochmal langsam. Ich will dich greifen. Und das ist genau das Problem. Ich habe mein ganzes Gewicht auf den Beinen, das ist das gemacht.